Okay, wir haben es Montag, es ist exakt 9 Uhr, beziehungsweise, weiß ich, 20 Sekunden später und ich bin direkt auf Longsuche. Wir sehen in meinem Chart mehrere Sachen. Erstens, wir sehen Fibonacci-Level, die hier drin sind, die bringen mir gerade gar nichts, die sind bloß verwirrend und nehmen mir ein bisschen Bildschirmfläche weg. Die lösche ich aber gleich im nächsten Trade, keine Sorge. Wir sehen auch, dass ich eine Position bereits schon Long drin habe. Ganz oben ist mit einem Lot Size 0,2, das heißt, normalerweise handle ich ja mit 0,8 Lot Size mit 20 Euro pro Punkt. Das hier ist ein Viertel, das heißt, dort oben ist eine Position mit 5 Euro pro Punkt bereits Long drin. Die habe ich eine halbe Stunde vorher schon eingegangen. Und wir sehen jetzt drittens, dass wir in der Xetra-Öffnungskerze schon mal runtergelaufen sind und jetzt hochgekauft wurden und wir quasi eine lange Lunte und dran gebildet haben und deswegen bin ich auf Longsuche. Vor kurzem das Scalping für 13 Sekunden. Das Handeln an der Börse ist in Eigenverantwortung. Ich bringe keinen Anlageberater oder ähnliches. Alle Aussagen sind stets meine eigene Meinung. Als Tipp, wenn du auch aus dem Chart handeln möchtest, weil du vielleicht ein Scalper bist, weil du vielleicht auch gern Indizes als Swing vielleicht machst, aber aus dem Chart handeln möchtest, dann guck in die Beschreibung, melde dich vielleicht für ein Demokonto bei XTB an und trainiere dort vielleicht ein bisschen. Okay, wir sehen. Die Eröffnungskerze ist jetzt tatsächlich, erstens, ich bin natürlich lang drin und wir sehen aber auch, dass die Eröffnungskerze von dem Roten quasi ins Grüne gedreht hat. Und das kommt diesem Prinzip einer Opening Trap, sprich einer Eröffnungsfalle, sehr nah. Was ich auch bereits schon mal, habe ich ein Video mit drüber gemacht, wo ich das in Nasdaq auch mal gehandelt habe, soweit ich es noch weiß. Und was ist die Idee? Die ist relativ simpel, dass man sagt, naja, vorläuft direkt die erste Bewegung in der zur Eröffnung, geht nach unten hin. Das heißt, Privatanleger sagen sich vielleicht, okay, wow, krass, die Kerze ist rot, ich muss direkt reinshorten. Und wenn dann aber der Kurs hochgekauft wird, dann kommen Leute wie ich noch mit rein, die sagen, okay, ich kaufe den Kurs noch höher oder den Markt noch höher. Das heißt, die Shorties, die kriegen dann ein bisschen direkt Panik, die laufen in Verlust und so weiter und so fort. Und man hat quasi hier eine kleine Falle gebildet. Und wir sehen, die Idee läuft ganz gut an. Trade ist, weiß ich jetzt, knapp 20 Punkte im Plus, habe mir davon 15 abgesichert, habe die andere Position, die ich am Anfang schon hatte, jetzt auch Break-Even knapp abgesichert und bin jetzt quasi mit 15 Punkten Profit ausgestoppt worden und die anderen Positionen zum Glück auch Break-Even wieder rausgekommen. Also okay, nächstes Setup. Wir sehen, es ging tatsächlich einiges nach oben hin. Wir sind jetzt knapp 10 Minuten später ungefähr. Wir haben jetzt aber den dicken Impuls nach oben gehabt und jetzt aber schon ein, zwei Minütchen lang eine kleine Konsolidierung und du musst wissen, der Markt bewegt sich immer im selben Muster. Es gibt immer einen Impuls, eine Korrektur bzw. Konsolidierung. Mit Korrektur meine ich einen kleinen Pullback vielleicht, also eine kleine Gegenbewegung. Und daraufhin dann kommt der nächste Impuls. Und das ist quasi jetzt genau die Idee, die ich hier umsetzen möchte, wo ich sage, naja, wir haben jetzt diese große grüne Kerze, die war knapp 60 Punkte lang. Und da sage ich, okay, das ist ja ganz klar ein Impuls. Wir haben jetzt eine kleine rote Kerze gehabt als Pullback und jetzt möchte ich ganz gerne Long handeln. Hat in dem Fall nicht funktioniert, sondern der Markt ist weiter runtergelaufen. Und wir sehen, aber ich habe direkt von dem Long, habe ich in den Short gewechselt. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, weil im Skyway mache ich auch ganz gerne so das, sagen wir mal, das Ausschlussverfahren. Ich weiß nicht genau, wie das Wort dann heißt, aber was ich damit meine, ist natürlich, dass ich sage, naja, wenn die Long-Idee nicht aufgegangen ist und der Markt möchte nicht nach oben laufen, dann sage ich ganz klar, okay, vielleicht möchte der Markt ja nach unten laufen und davon könnte ich dann profitieren. Deswegen in dem Fall direkt einen Short gewechselt und wir sehen, der Trade läuft auch relativ gut an. Ich bin jetzt schon knapp 15 Punkte im Plus, habe den Stop-Loss schon auf Break-Even abgesichert, das heißt, es kann mir eh nichts mehr passieren. Was wir jetzt auch noch sehen, ist, dass wir auf dieser 5-Minuten-Range genau sind von der Opening-Range. Das ist auch, da habe ich einige Scalping-Strategien bereits. Bringe ich auch im Coaching und so überall bei. Wer ist jetzt oben drauf sind und normalerweise ist jetzt hier auch ein kleines Long-Signal. Ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir gleich, und das ist jetzt wirklich so blöd klingt, wirklich Gefühl gewesen, ja, auch die Erfahrung, schätze ich mal, dass wir gleich in die Range wieder reinlaufen und Richtung Xetra-Öffnungskurs laufen. Deswegen habe ich, als wir reingelaufen sind in die Range, ganz unten habe ich direkt schon eine zweite Short-Position reingekauft. Das heißt, ich habe die Position sogar noch ausgebaut und bin jetzt mit doppelter Size drin. Ich sprich nicht nur mit 20 Euro pro Punkt, sondern tatsächlich mit 40 Euro pro Punkt. Und zum Glück muss man natürlich auch sagen, läuft die Position wirklich für mich an und diese ersten, also diese zwei roten, großen, starken Kerzen, die wir hier oben haben, mit diesem langen Docht auch noch dran, die entfalten hier ihre Wirkung und es kommt jetzt sogar noch zu einer dritten starken roten Kerze. Und was jetzt eigentlich der Fall bloß noch ist, ist alle Positionen in den Gewinn erstmal absichern natürlich. Das heißt, ich habe eine Position, die obere schon jetzt mit knapp 20 Punkten oder so, glaube ich, abgesichert. Die untere Position jetzt auch gleich mit 10 Punkten im Profit abgesichert, wenn ich gleich reinkomme. Ich sage mal, ich mache ja immer den Stop-Loss durch auf 5 Punkte Trailing. Sprich, wenn ich 10 Punkte im Plus bin, dann tue ich im Scalping zumindest, so mache ich es, 5 Punkte davon mir absichern. Wenn ich wie jetzt hier 15 Punkte im Plus bin, dann tue ich mir schon mal 10 Punkte absichern und so stückweise quasi immer mir mehr und mehr absichern. Die Idee ist relativ simpel, dass ich sage, naja, ich will nicht ganz gierig sein und direkt aus dem Markt rausgehen, aber ich will mir auch natürlich ein bisschen was absichern, aber auch nicht zu viel wieder abgeben. Ich will natürlich auch mein Essen auf dem Tisch haben, sage ich mal. Also ein bisschen Geld machen und deswegen sage ich, okay, ich tue 5 Punkte Trading im Scalping. Damit bin ich forscht zumindest ganz gut und bin damit ganz zufrieden. Wir sehen, wurde ausgestoppt, aber Short hat sehr gut funktioniert. Und genau.
Gucken wir uns noch einen letzten Trade an, den ich nochmal zeigen möchte. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, bisher zwei Win-Trades quasi gehabt, einen Losing-Trade. Und jetzt die letzte Idee könnte auch noch sein, dass wir eine Trendfolge im Minutenchart spielen. Wir sehen hier drinnen den EMA 20 untere Linie, obere Linie und den EMA 50 als untere Linie. Und in dem Fall habe ich gesehen, na gut, wir haben immer noch einen langen Impuls irgendwie nach oben gehabt wieder, haben einen kleinen Pullback gehabt und jetzt könnte dieser Trendfolger möglicherweise als Support dienen, bevor es weiterhin nach oben geht. Und parallel dazu, das war ganz wichtig, habe ich gesehen, dass das EUVAG-Sentiment, das ist nämlich so, die Trendfolgestrategie ist schön und gut, aber die tue ich ganz gerne immer mit der Sentimentanalyse verbinden. Habe ich gesehen, dass das EUVAG-Sentiment von sehr, sehr positiv bei knapp plus 30 waren wir da, langsam ins Negative gedreht ist. Das heißt, dass Anleger versuchen hier Shorts aufzubauen. Ich weiß natürlich, okay, Anleger verlieren in den meisten Fällen Geld und wenn die natürlich shorten, dann möchte ich long gehen, ganz klar. Aber wir sehen, okay, ich wurde ausgestoppt und naja, was soll's. Aber trotzdem, ich kann mich über 657 Euro brutto freuen. Und folgende Sache: Ich habe hier quasi zwei, drei große Win-Trades drin gehabt. Zwei, drei normale, also von der Seite normale Losing-Trades kann also zufrieden sein. Geld wurde ein bisschen verdient. Okay, das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was lernen bezüglich vielleicht DAX Opening Trap, bezüglich Impuls Pullback, wie man das machen kann. Und vielleicht, dass man auch einfach, wenn eine Richtung nicht funktioniert, zum Beispiel die Long-Idee nicht funktioniert, dass man vielleicht einfach ins Short wechseln kann. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, gib vielleicht auch gerne mal einen Daumen hoch, würde mich freuen. Und ja, ansonsten, wenn Fragen sind, gerne einfach in den Kommentar oder bei Instagram mir mal schreiben.